stelle alle Sportlerinnen und Sportler. Bringe als Vorsitzender des Ausschusses Jugendschule Sport natürlich die Grüße des gesamten Ausschusses hier in die Runde und möchte mich auch nochmal bedanken, auch im Namen aller vom Ausschuss, für die sensationelle Organisation des Teams vom Stadtsportverband und allen Helfern und natürlich von den fleißigen Helfern und Organisatoren von der Stadt. Also, großen Applaus, danke dafür, dass ihr uns das hier ermöglicht. Und eigentlich ist es auch nicht meine Art, einen Zettel zu haben. Diesmal habe ich einen, weil ich tatsächlich heute doch etwas nervös bin. Hat aber einen besonderen Grund. Also, als Ehrenamtler der letzten Jahrzehnte und Ehrenamtler ja, in Passion oder aus Passion, ist es mir eine besondere Ehre, heute das Ehrenamt des Jahres zu werden. Wir alle wissen, dass das Ehrenamt des Jahres vielleicht nicht darauf beruht, dass im letzten Jahr besondere Tätigkeiten vollzogen wurden oder geleistet wurden, sondern Florian hat es so ein bisschen eben als Lebenswerk bezeichnet, das möchte ich vielleicht nicht tun, aber es ist zumindest die Ehrung dafür, dass man in den letzten Jahren, Jahrzehnten besonders viel geleistet hat und sich verdient gemacht hat um den Sport, um das Ehrenamt und ohne diesen Verdienst von uns allen im Ehrenamt, glaube ich, würden diese ganzen sportlichen Leistungen auch nicht so funktionieren. Ich ehre eigentlich jemanden, der multifunktional unterwegs ist. Er ist Musiker, wird aber heute, glaube ich, nicht dafür geehrt. Obwohl er, wenn er musiziert, auch das Ganze ehrenamtlich tut und mit voller Inbrunst. Ich ehre jemanden, der ist auch ein guter Tänzer. Aber ich glaube, auch dafür ehren wir ihn nicht nur. Aber er ist eben auch ein guter Handwerker. Aber auch dafür ehren wir ihn nicht nur. Obwohl er mit seinen handwerklichen Tätigkeiten ohne handwerkliche Ausbildung des Öfteren seinen Verein schon mal vor der Katastrophe gerettet hat. Und ich ehre jemanden, der auch Springmeister ist. Aber auch dafür nicht nur geehrt wird und immer wenn er sprengt, eigentlich nichts kaputt macht, sondern eher was erhält. Ich rede von einem männlichen Ehrenamtler. Er ist auch ein super Organisator, denn immer, wenn der Verein, für den er heute geehrt wird und für die Tätigkeit in dem Verein, jemanden braucht, der was organisiert, der was macht, Hand anlegt, dann ist er zur Stelle. Und ich glaube, viele wissen es, er vielleicht jetzt auch, wir sprechen von keinem geringeren, von Ingo Schmeidemeyer. So, und jetzt muss ich das noch auflösen. Musiker ist er natürlich, weil er beim Posaunenchor die große Posaune spielt. Die kleine, gut. Aber da auch immer dabei ist. Und Tänzer, ein guter Tänzer ist er sowieso. Aber wir beide durften mal zusammen beim Karneval tanzen. Und das wird mir natürlich ewig in Erinnerung bleiben. Das will ich sehen! Kevin, Sondervorstellung für dich später. Okay, aber Ingo hat 22 Jahre das Amt des ersten Geschäftsführers bei Union Fahrt bekleidet. Und das ist aller Ehren wert. Und Ingo ist noch ziemlich jung. Er ist sehr, sehr früh angefangen, im Jahre 2000, glaube ich, dieses Amt zu bekleiden. Und seitdem hat er das mit großer Bravour gemacht und im letzten Jahr zwar ausgeschieden, aber für Union Fahrt eine super große Stütze gewesen in dieser Zeit und hat vieles, vieles mitorganisiert, was ohne ihn niemals möglich gewesen wäre. Er war natürlich auch Fußballer, war Trainer, war Übungsleiter, hat sich um die Geschicke im Verein und um die Jugend gekümmert und das schon sehr, sehr früh im jungen Alter. Wir haben zusammen viele Dinge erlebt, Ingo, und da bin ich heute noch stolz drauf, dass das immer so schön möglich war und dass wir so viele gemeinsame Dinge gemacht haben.
Wir hatten den WM-Pokal, da warst du dabei. Wir haben viele Umbaumaßnahmen gemacht, du warst immer an vorderster Front. Wir haben Beachparty zusammen gemacht. Du warst derjenige, der es vorneweg mitorganisiert hat. Du hast beim Zaunbau, bei allen Dingen immer in der ersten Reihe gestanden. Und niemand, der sich wegduckt, immer einer, der ganz weit vorne steht, Ingo. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, sagt nicht nur Union Fahlen, sagt das ganze Ehrenamt der Stadt Aden. Ganz, ganz lieben Dank.